So, herzlich willkommen zum nächsten Video. Diesmal geht es in die Toskana, in die wunderschöne Natur, Nationalpark Mammarena. Und entschuldigt auch die Windgeräusche, es windet halt immer ein bisschen. Aber die schönen Bilder werden euch sicher überzeugen. Okay, dann lassen wir gleich los. Da rechts ein riesen Militärarsenal. Sieht aber ein bisschen alt aus. Ja, das waren jetzt sicher 3 Kilometer. Alles Militär, Fahrzeuge. Diese Pinien, wunderschön. So, jetzt fahre ich ein Weilchen auf der Küstenstraße. Ja, sind viele Camper unterwegs, überall sieht man sie. So, also diese Straße ist der Grund, warum ich den Reifendruck runtergelassen habe, weil ich kenne die Straße, die ist katastrophal, auch sehr schmal. Ich fahre in der Mitte, wenn es der Verkehr zulässt. Jetzt lässt es nicht zu. Ah, hier wurde sie gemacht, ja, vermutlich nicht allzu lange, aber ich kenne die jahrelang katastrophaler Zustand, extrem holprig. Ich habe jetzt zwar alle Camper überholt, die sind jetzt alle hinter mir. Ich habe schnell einen Zwischenhalt gemacht. Ein bisschen, ja, kleine Böschung runter. Ich bin wieder auf der Nationalstraße, 50 Kilometer vor Grosseto. Und das ist eine der schlechtesten Straßen allgemein. Hat Italien nicht so gute Straßen und immer wieder Flicklöcher und das holpert richtig. Falonica bin ich. Ach, diese, ich glaube, das sind Pinien, die sind wunderschön, richtig schön geformt. So, noch 5 Kilometer, dann bin ich an meinem Ziel. Wo ich ein Weilchen bleibe. Ja, ich habe mich vertan. Es geht nochmal 20 Kilometer. Ich habe ein Zwischenziel eingegeben. Oh, schon wieder Bodenwelle. Also ich bin jetzt erstmal in Castiglione della Pescaia. Da ist der Hafen. Das ist ein Fluss, der direkt hier ins Meer fließt. Jetzt geht es da rechts über die Brücke. Sicht zum Meer. So, wunderschöne Bäume, einfach schön. Jetzt rechts abgebogen, jetzt geht es nämlich zum Strand nach vorne. Ich hoffe, der Platz ist nicht in irgendeiner App, sonst ist er wohl möglich gesperrt. So, hier bin ich. Ich war hier sicher schon 10, 20 Mal, 10 Mal sicher. Das erste Mal weiß ich auch nicht, vor 20, 25 Jahren. Wie die Zeit doch vergeht. Es ist eigentlich nur eine Feriensiedlung und am Sommer ist da überfüllt, aber am Herbst sind nicht so viele da, da kommen vor allem die Schweizer. Jetzt bin ich in der toskanischen Prärie gelandet. Weites Land. Da hinten ist diese Feriensiedlung, von da komme ich. Ja, und hier ist nur Natur.
Händel, Händel! Ist das ein schöner Anblick. Manchmal geht es nicht anders, da muss ich auf die Straße. Aber sobald Autos kommen, gehen sie schön rechts rüber. Wir sind da auf der Hauptstraße und jetzt geht es da links rein. In dieser Feriensiedlung haben wir viel mit der Familie damals Urlaub gemacht. So eine Wohnung im Herbst kostete nur 250 Euro in der Woche. Und da hatten wir zu sechst Platz, das war herrlich. Günstig. Fahrrad habe ich immer mitgenommen und sind damit dann 2 Kilometer ans Meer gefahren. Das war hier auf diesem Weg. Also direkt neben der Straße geht ein Fahrradweg zum Meer und rechts und links sind einfach Pinienwälder. Es ist einfach ganz viel Natur hier. Also Leute, ich bin in der Toskana angekommen und es ist wirklich schön, wunderbar hier. Wirklich ein guter Platz. Temperaturen sind auch toll. Es ist jetzt, glaube ich, am Morgen so 18 Grad. Das reicht. Ich habe zwar eine Jacke an, aber Sonne scheint. Immer wenn ich komme, kommt natürlich auch das schöne Wetter. Das bringe ich selbstverständlich immer mit, wie es sich gehört, oder? Geschenke sollte man dem Besucher geben. Ja, einfach schön hier in diesen Pinienwäldern und kann das nur empfehlen. Toskana ist immer eine Reise wert. Ja, doch mein Plan sieht ja aus, nach Tunesien zu fahren. Das ist jetzt so gut wie definitiv. Zumindest habe ich die Fähre gebucht. Am 20.10. geht's rüber. Ja, freue mich schon. Jetzt kommt aber noch meine Tochter mich besuchen. Für sie habe ich eine Wohnung gemietet, auch für 250 Euro für eine Woche. Und die besucht mich jetzt dann und deswegen habe ich jetzt die Fähre um eine Woche verschoben. So sieht's aus. Jetzt geht's zurück zu meinem Camper. So, hier ist der Dorfkern. Hier findet eigentlich das Leben statt, wenn man einkaufen geht, kleiner Laden. Dann hier ist die Gelateria, da sind eigentlich am Abend, ist das immer voll besetzt. Und es ist zwar hier die 3G-Regel, aber ich glaube, das interessiert hier niemand. Tja, das Leben muss ja weitergehen und die müssen ja irgendwie diesen Umsatz wieder reinkriegen, damit sie hier überleben, denn nur im Sommer läuft hier viel und danach eben wieder nicht mehr. Zwei Rehe. Ah, schön. Da jetzt. Hauen sie ab.
So, jetzt geht's zum Strand. Und dann noch ein bisschen Sandfahrt mit dem Bike, nicht mit dem Vario. Diese Holzhütten, die stehen schon lange, Jahrzehnte. Ach, es windet, ich erzähl später. Buongiorno. Da hinten hat es Pelikane. Angie? Oh, jetzt fliegen sie davon. Ja, jetzt sind sie verscheucht worden von den zwei. Da hat sich jemand ein Paradies geschaffen, mittendrin. Schönes Haus. So. Für heute reicht's, wir gehen wieder zurück. Jetzt bin ich beim Fluss. Das war gar nicht so einfach mit dem vielen Holz.
da seht ihr mal den Leithengst. Wenn der Leithengst sich bewegt, dann kommen die anderen nach. Die sind natürlich neugierig, weil hier ist selten einer. Wow, sind das Prachtpferde. Ja, sie getrauen sich nicht ganz her. Die kennen halt kaum Menschen da. Weil hier bin ich echt am eine Sackgasse eigentlich. Warte, Angie. Oh, seht ihr? Ein Hirsch. Wow. Angie? Ja, Wahnsinn. Wir haben einen Hirsch gesehen. Die Hunde haben, oder die Wölfe haben ihn auch gesehen. Zum Glück gehorchen sich. Wahnsinn, ein freier Hirsch. Das ist der erste, den ich gesehen habe. In Freiheit. So, ich bin am wunderbaren, schönen Meer in der Toskana. Hinter mir ist Marina di Grosseto. Und auf der anderen Seite ist die Feriensiedlung, wo ich verweile. Die heißt Principina a Mare. Ja, jetzt sind wir durch den Pinienwald gefahren und jetzt fahren wir zurück auf den Sand mit meinem Bike. Fast kein Luftdruck drin. Macht Spaß. Ja, das fährt sich einigermaßen gut. Jeden Tag 10 Kilometer ungefähr mit denen zwei. Die Eile ist wieder topfit, das ist die Schwarze. Die war ja mal eine Woche im Urlaub und dann ist die Kondition zurückgegangen. Das braucht etwa 3 Wochen. Jetzt ist sie wieder fit. Hat auch wieder abgenommen. Ja, Sport, hä? Ah, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas, oh, einhändig. Ich hoffe, den Lenker verdreht es mir nicht. Boah, ist gefährlich. Also da, wo der Sand schön flach ist, geht das super mit dem Rad. Da gleite ich schön oben durch. So, ich bin jetzt hier auf den Nationalpark gefahren. Ein bisschen in die Höhe. Oh, der Ausblick. Herrlich. Da hinten ist der Fluss, da war ich ja. Da, wo dieser Kirchturm ist. So, und hier ist Torre di Colle Lungo. Genau, da drüben ist nochmal ein Turm. Nochmal eine schöne Aussicht.
Da drüben ist nochmal ein Turm. Das ist der Basti. Und der Basti fährt nicht auf dem Weg. Viva la Toscana! Molto bene! Bellissimo! So, der kleine Bruder ist ja auch eingetroffen vor ein Weilchen. Der Sebastian mit seinem Vario, der hat ihn fast gleichzeitig gebaut wie ich, am gleichen Ort. Super. Ja, die größeren Räder sehen schon besser aus. So, jeder geht wieder seines Weges. Also, ich bin insgesamt eine Woche da geblieben in diesem wunderschönen Ort, direkt am Meer. Wir standen da, es kamen immer wieder Wohnmobile, ein Aus und Ein. Aber ich habe mich leicht abseits gestellt, habe dann immer wieder Besuch gekriegt. Das war wirklich schön. Und ja, jetzt geht es aber weiter Richtung Civitavecchia, oder wie man das ausspricht, dann auf die Fähre am 20. Okay, das war's wieder von mir. Schön, ihr wart dabei und bis zum nächsten Video in Tunesien. Tschüss!